Jo Leute, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stehe hier vor Safran, ist ein persisches Restaurant. Zum ersten Mal werde ich tatsächlich Persisch probieren. Hier in Osnabrück ist der Laden. Du bist auch mit am Start. Ja, hallo Meier. Wir werden zusammen das Ding testen. Das sieht vorne auch aus erst wie eine Eisdiele. Aber wir gucken mal. Die bieten auch warme Speisen auf jeden Fall an. Hallo. Hi, bin ich zu zweit? Mhm. Such dir so einen guten Tisch aus. Perfekt, danke. Lass mal so Favoriten raussuchen und dann fragen wir nach Empfehlungen. Warte mal, wenn du Rind holst, dann nehme ich was anderes. Dann können wir ja so probieren. Ja, das ist echt mega viel hier auf der Karte, deswegen. Ja. Isst ihr gerne Fleisch? Ja. Dann würde ich euch entweder die Grillplatte für zwei nehmen. Habt ihr die schon gesehen? Das ist so traditionell persisch, sag ich immer. Oder die Schmorgerichte sind traditionell persisch. Die mit Soße, vor allem die mit Sahne, die sind ein bisschen eingesetzt, weil wir echt eigentlich nicht so Sahne. Ja. Ach guck mal, hier hätten wir dann alles. Lamm, Hähnchen und Rind. Genau. Wir können es ja so machen, ich bringe euch die Grillplatte, da ist ja sowieso Reis dabei noch von den Schmorgerichten zwei. Ja. Dann könnt ihr testen. Und die Schmorgerichte halt ohne Reis. Hm? Ich hab dir gar nicht zugehört, nein, aber doch, mach einfach. Ich lasse mich gerne überraschen. Weil Grillplatte, ich würde ja gerne. Also Plan war sowieso, unterschiedliche Fleisch zu testen, genau. Dann macht das ja Sinn. Und diese zwei traditionellen Schmorgerichte würde ich halt bringen. Zwei? Das sind so Schmorgerichte, die kannst du auch Reis machen. Okay, Reis ja. Habt ihr zwei Portionen sowieso für Kann man, ja. Okay, und dann. Das ihr nicht schafft, ja, perfekt. Okay. Und Vorspeise schafft ihr auch. Wir haben so eine Vorspeisenplatte für zwei, die würde ich halt einfach bringen. Ja. Dann die Grillplatte und dann diese zwei Schmorgerichte. Wäre so mein Tipp, weil so mit Sahne und sowas ist. Kommt viel sehr gut an bei den deutschen Gästen, aber ist halt nicht so traditionell persisch. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Mach das so, das hört sich gut an. Mach so Vorspeiseplatte, was du gesagt hast, und dann halt diese Grillplatte mit den beiden Schmorgerichten. Ich kann euch ja bei der Grillplatte auch einfach so versuchen. Ja, genau, zum Probieren so. Ja, sag mal kurz, was du hier hast. Also, das ist eine Teigtasche gefüllt mit Spinat und Schafskäse. Das ist Kokosabsi, das ist so ein Kräuteromelett mit ganz vielen Kräutern, Eiern, Berberitzen und Walnüssen. Das ist ein Auberginen-Dip mit Buttermilchsoße. Das sind geräucherte Auberginen mit Tomaten und Knoblauch. Das ist so ein Kartoffelpüree-Vorspeise. Ja. Dolme kennt ihr ja und Salma. Salma? Nee, heißt das bei euch Dolma? Dolma. Echt? Ja. Nee, ich dachte bei euch auch. Sarma und dann gibt es Dolma noch. Ja. Also ich dachte, das ist Dolma und das andere ist diese. Nee. Auf jeden Fall und das in der Mitte ist ein Joghurt-Dip mit Wildknoblauch. Guten Appetit. Danke. Okay. Persischen Eiern, ne? So mal. Prost. Ein, so einmal rum. Was denn ist das? Er macht doch noch. Wollte ich sagen. Prost. Wow. Okay, das ist halt wirklich Ei dann so. Mit Blubber. Mhm. Mhm. Wow. Was ist das? Eine Kartoffel, glaube ich. Ist doch schon warm. Wollen wir Hälfte machen? Oder willst du alleine? Bist du das so oder mit diesem Joghurt-Dip zusammen? Oh, sehr guter Korn, ja. Okay, und es ist ein bisschen hart. Aber gucken wir mal. Ich finde diese Paste besser als das. Also, mein Geschmack nicht. Ich sag das besser. Kurzes Fazit zu der Vorspeise? Sehr vielfältig, sehr gut, muss ich sagen. Du hast wirklich das Gefühl, du isst immer was Neues. Also von der Gewürzmischung her ist das immer was anderes. Bei den meisten ist es ja so, dass irgendwie alles so ungefähr gleich schmeckt. Aber hier war das jetzt nicht der Fall.
Dein Favorit war das mit Aubergine, glaube ich, ne? Meins mit Kartoffeln und das Frittierte war auch sehr, sehr geil. Ich kann gleich mal fragen, was das war. Das war sehr lecker. War sehr gut. Gehst du noch? Nein. Nee, aber ich lasse das trotzdem stehen, wenn ihr nachher... Nochmal kurze Frage, was war das nochmal? Das war mit Aubergine, oder? Genau, geräucherte Aubergine mit Tomaten und Knoblauch. Mhm. Und das war mit Kartoffeln, glaube ich, genau, so eine Paste. Das hat mir zum Beispiel am besten gefallen und ihm das da. Und dieses, was war das mal? Mit Spinat war das, ne? Teigtasche? Ja. Teigtasche, ja. Okay, das ist auch persische Art, oder? Ja. Ah, okay, super. Ja, war top. Also mir hat es gefallen. Und vor allem, was ich halt gut fand, habe ich auch gerade in die Kamera gesagt, dass das alles immer so anders gewürzt schmeckt. So, das finde ich immer ganz gut, weil meistens, wenn du so eine Platte hast, schmeckt das relativ gleich, so auch von der Gewürzmischung her, aber das fand, also war top. Sehr gut gefallen. Kann man auf jeden Fall essen. So, das sind die zwei Schmorgerichte. Ja. Das ist Gourmet Sabzi. Das ist mit Kalbfleisch, Kidneybohnen und Kräutern. Ja. Okay, das ist Kalb. Wie heißt das nochmal? Gourmet Sabzi. Das ist auch ein Schmorgericht mit Linsen und Kalbfleisch, aber halt mit Tomaten. Das sind Kartoffeln, ne? Das sind Kartoffeln und Aubergine. Boah, ey, das sieht echt... Also das ist einmal Reis. Das eine ist mit Berberitzen, normaler Reis und Safranreis. Und das ist immer Fleisch. Hast du noch wieder eingeladen? Oh mein Gott. Wow. Genau. Das ist diese Hackfleisch. Spießkubide ist das. Das sind so diese, was die ganzen Iraner hier essen. Kubide, Hähnchen und diese Rinderfilet. Wow, ey. Einen kleinen Tipp mit den Tomaten immer so ein bisschen zerquetschen und mit dem Reis mixen, ist das auch wie so eine Soße. Mm. Und da kommt noch was, die Soße fehlt noch. Ich bin... Also, man sagt ja immer so, Essen macht glücklich, so, ne? Warum ist das so? Warum ist Essen so was Besonderes? Weil Essen dir Leben gibt. Dich jemand schon mit einem Samurai-Messer rasiert? Und das sind zwei Soßen, die haben wir auch so in der Karte. Das ist mit Spinat, aber halt ein bisschen eingedeutscht, ne? Das ist ein bisschen schärfer mit Kartoffeln. Okay, nice. Besten Dank. Gut, danke dir. Dankeschön. Bin sehr gespannt. Danke. Das ist Rind, ne? Das ist Rind, ja. Hä? Das feiere ich so, ne? Wenn so ganz viele verschiedene Sachen auf dem Tisch sind und da hat man so Teller, was man so ranziehen kann. Darf ich dich auch ranziehen? Weißt du noch, was das war? Das ist Reis. Hört so, wie ich so geredet habe. Original. Quatsch doch nicht. Oh, die sind aber scharf, ne? Das macht mir nichts. Weißt du, was ich liebe? Ja, das ist ja das, was ich meine. Und was ich auch immer so spannend finde, dass in jedes Land es anders wird. Das schmeckt mir nach Lamm. Nach Lamm? Nein, Mann, das Rind. Komm jetzt. So. Schmorbraten mit Lamm. Das ist nicht meins. Das schmeckt zu sehr nach Kräutern. Passt das bei euch? Ja, alles sehr gut. Was trinken? Für mich nicht, danke. Nee, für mich auch noch nicht. Dankeschön. Hähnchen ist halt immer. Also. Du kannst ja eigentlich nichts falsch machen. Ich finde es immer gut. Ich würde gerne hier was von probieren. Das sind zwei. Okay, eins für dich, eins für mich. Ich zerstöre es jetzt einfach. Das Lamm. Aber du isst nicht so gerne Lamm, ne? Doch. Ja. Wenn man es gut macht. Die sind so dumm, ne? So. Oh mein Gott, die Zitronen haben wir gar nicht benutzt. Genau so muss man es benutzen. Ach so, meinst du Lammfleisch? Ist es stabil, oder? Stabil? Und genau wie beim Inder war das bei mir so. Also beim Inder.
das Essen gefällt mir irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Das schmeckt alles gleich. Dass ne? wir dieses Würzen. Da kommt und über so. Safran und so drin, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber an irgendwas, ich glaube an dem Gewürz oder sowas, gefällt mir nicht. Egal was ich da bestelle, wir haben drei unterschiedliche oder vier unterschiedliche Gerichte alles gehabt. Alles schmeckt gleich? Ja, aber. Und alles hat mir nicht gefallen. Mhm. Heißt ja nicht, dass das schlecht ist, das ist nur so Geschmackssache. Und genauso ist es hier auch. Also hier gefällt es mir, aber ich glaube auch, dass es nicht jedermanns Sache ist. Ja. Nee. Ich glaube, so ein richtig Deutscher, glaube ich, wäre hier nicht zufrieden. Das ist ja, ihm zu speziell mit den Gewürzen. Ja gut, die Touris und so, also die gerne so unterwegs sind, ja, so andere so. Länder. Aber Leute, die dreimal im Jahr nach Mallorca fliegen zum Beispiel, ich glaube, die... die eher so weniger. Wie ich in Japan, ich habe Kuhzunge gegessen. Kuhzunge? Ja, ich finde auch so, wenn man so Länder bereist, finde ich es eigentlich, weiß ich nicht, sollte man schon sowas testen. Muss man. Weil, warum soll ich da Pommes und Chicken Nuggets essen, wenn ich das hier auch habe? Niemals. Weißt du? Eine Sache haben wir gemacht, wir haben Pizza gegessen. Einmal. Aber die machen Pizza ganz anders als... Nein, in Japan echt? Ja. Was machen die denn anders? Der Teig ist anders. Ja? Die belegen anders. Nicht so, guck mal, wie in Deutschland, also da, wenn, kommt ja immer, da kommen ja so viele Sachen drauf, ne? Wenn du so reinbeißt, merkst du direkt, so, okay, das ist eine andere Pizza so, nicht aus Deutschland? Auf jeden Fall. Wow. Die ist viel leichter belegt so. Hm. So fast so, hast du schon mal neapolitanische Pizza gegessen? Weiß ich nicht, ja. Das ist halt so dünn und halt so leicht belegt, ne? So in der Richtung ist das gewesen. Mhm. Aber mal so ein Zwischenfazit jetzt für dich. Vielleicht mach ich meins im Studio. Sag mal gerne was über das Essen jetzt so. Komm, wir haben eine Grillplatte gehabt mit Lamm, mit Rind, mit Hähnchenfleisch. Mhm. Dann hatten wir, wie nennt man das? Schmorbraten, genau. Nee. So Linsensuppe ist das. Ne, das war ja mit Lamm, glaube ich. Nein, das war mit Rind. Das mit Rind? Lamm. Und das war Lamm, genau. Ja. Vorspeise hatten wir. Zwei spezielle Tipps hier noch. Mhm. Was ist so dein Fazit so? Also alles in allem, muss ich sagen, war sehr gut. War auch sehr lecker. Vor allem, dass es alles unterschiedlich geschmeckt hat. Mhm. Und nicht alles irgendwie gleich oder so. Und das von der Grillplatte her, also was fandst du da am besten von dem Fleisch her? Hähnchen. Hähnchen? Ich muss echt sagen, Hähnchen. Ja. Rind hat mir nicht nach Rind geschmeckt. Und Lamm war mir die Konsistenz irgendwie zu... Zu weich? Zu weich. Bist du fertig oder was? Ich bin satt. Alles muss weg. Würde jetzt meine Mutti sagen. Das kann man nicht einpacken. Junge, du bist, kennst du Jumbo Schreiner? Ja. Hier von Galileo? Guck mal, ich sag dir, was ich auch schon zu Min letztens gesagt habe. Du musst, während du isst, wenn du satt bist, musst du lernen, das Essen nochmal zu lieben. Da kannst du mehr essen. Vertrau mir einfach. Ich bin total satt, aber ich lerne es zu lieben. Guck mal, das hat man nicht jeden Tag. Ich kann aber nicht gegen die menschlichen... Doch, das ist in deinem Kopf hier. Du musst es lieben. Öffne dein Herz. Okay, das war ein bisschen zu viel. Jumbo Schreiner, das wäre mal ein Battle. Ich glaube, der wird dich sowas noch fertig machen. Ja, weiß ich nicht. Nur weil er dicker ist, heißt das nicht, dass er mehr essen kann. Ich habe Videos von ihm gesehen, wie er in Amerika große Burger und sowas isst. Ja. Die isst er auf. Vielleicht isst er nächsten Tag weiter und die schneiden das so. Ja. Wer weiß? Ich zeig dir jetzt irgendwo die Speziale, ja, weil du ein Freund bist. Ja, okay. Nein. Dünnes Brot. Hähnchenfleisch, Zwiebeln, Kartoffeln, Zitrone, hoch an am Hoch, sagst du dann, kurz abwischen, machst du so, so. Ich baue nachher noch einen Running Gag ein. Ich sag, Mr. Creamins, nicht vergessen, dein Top-Kommentar unter jedem Video.
Junge, der geht mir so auf den Sack, ey. Habt ihr es geschafft? Nicht ganz. Das kleine bisschen schafft ihr doch. Ich bin wirklich am Limit. Ja, siehst du gerade, wie fertig ich bin. Siehst du ein bisschen fertig aus? Ja. Danke. Soll ich abholen? Ja. Ja, hat alles geschmeckt? War super, ja. Also, ja. Aber von außen sieht man mehr nur Eisdiele als das Restaurant. Das ist das. Im Winter, wenn Eis weg ist, ja, dann sieht man das schon deutlicher, dass es ein Restaurant ist, weil dann kommt so Deko und sowas hin. Mhm. Aber wenn Eis ist, dann ist das ein bisschen verwirrend. Eis und Italienisch geht immer, aber Eis und Persisch ist immer lustig. Ja, verbindet man nicht so miteinander. Nee, eigentlich nicht. Warum? Das ist zu viel. Ihr seht es so fertig aus, wirklich. Ja, das ist... Essen kann auch anstrengend sein. Das glaube ich. Ich habe dein Video gesehen, wie ich auf dich aufmerksam geworden bin, durch diese Burger, wo du essen warst, wo du gesagt hast, das ist persisch. Bei Patchies? Ja. Das ist nicht persisch. Genau. Wir haben persisch und amerikanisch gemixt. Aber du hast gesagt, persische Essen. Nee, das Gewürz so, das Fleisch. Ja? Essen nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass du meinst... Naja, nicht davon ausgehen, sondern richtig zuhören. Sicher, können wir das gleich mal machen. Ja, guck das mal besser. Persisches Essen habe ich nicht in Verbindung gemacht. Aber die haben dasselbe. Also war aber top. Ja. Also, ich habe natürlich keinen Vergleich jetzt, ne, mit einem anderen persischen Restaurant oder so, weil das war jetzt für mich das erste Mal. Aber so von der Qualität her hat mir das schon gefallen. Halt immer so ein Ding, ne? Also es ist immer super schwierig, wenn irgendwie andere Traditionen, Kulturen oder so einzubinden in dieses deutsche... Die versuchen halt hier deutsche Gäste reinzubekommen. Aber ein richtig Deutscher, wie ich es gerade schon gesagt habe, wird niemals hier reingehen. Ja. Der war bestimmt schon in Partei und sowas. Ja, ich finde, das liegt gar nicht daran. Es gibt noch voll viele unterschiedliche jetzt. Syrer, persisch, indisch, türkisch. Das wird immer mehr so, weißt du? Ich würde jetzt zum Beispiel ganz ehrlich gesagt gar nicht sagen, so ey, lass mal persisch essen gehen, so, weißt du? Ich glaube, auf die Idee kommst du gar nicht. Genau, das ist es nämlich. Sonst, normalerweise sagst du, lass mal Meckes oder lass mal zum Griechen oder irgendwie sowas. Genau, ja, Meckes jetzt nicht mehr, früher vielleicht, aber umso geiler ist es, wenn man Leute so Videos aufnehmen wie wir jetzt und das dann den anderen zeigen, so. Dass sie da auch so Eindrücke kriegen, finde ich. Vielleicht liegt es auch daran, dass unsere Generation das nicht kennt, aber die Jüngere vielleicht. Die Jüngere? Ne, ich würde eher sagen die Ältere. Meinst du? Ja, danke. Danke. Diese Generation Z, die holen noch viel mehr Sachen aus als unsere Generation. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Kommen wir nun zu der Bewertung. Ich werde es ein bisschen kompakter verpacken, weil wir ja schon während des Essens viel darüber geredet haben, leichte Bewertung auch schon abgegeben haben, was uns gefällt und was nicht. Deswegen jetzt nochmal alles kompakt zusammengefasst. Also, wir hatten einmal die Vorspeise für 2 bestellt, die Grillplatte für 2 Leute und dann dazu noch 2 Schmorgerichten mit Lammfleisch. Die Vorspeiseplatte von der Würzung her war alles irgendwie unterschiedlich. Du hast wirklich das Gefühl gehabt, das sind auch andere Gerichte, so wie es sein soll. Weil manchmal hast du es ja so, dass wirklich das irgendwie alles gleich schmeckt, aber hier war das nicht so der Fall. Die Kartoffelpaste und die Teigtasche mit Spinat hat mir am besten gefallen bei der Vorspeiseplatte. Und bei der Grillplatte war das Hähnchenfleisch, was mir am besten gefallen hat. Und bei den Schmorgerichten, oh jetzt komme ich ins Schwitzen, Gamba Sepsi heißt es glaube ich, hat mir am besten gefallen. Das, was so ein bisschen grünlicher und ein bisschen schwarz drin war in der Soße. Das Fleisch war schön zart, hat mir wirklich am besten gefallen von den Schmorgerichten. Und ja, 3 haben wir auch dazu bekommen, 3 unterschiedliche, war schön fluffig. Bis fest. Im Großen und Ganzen empfehle ich den Laden. Ja, da haben wir uns natürlich so alles durchprobiert. Und das mag ich, wenn so viele unterschiedliche Gerichte auf dem Tisch sind und du einen Teller hast, da kannst du von da mal was nehmen und von da und da probieren. Das mag ich, das liebe ich. Die Qualität war gut, aber ich muss unterm Strich sagen, dass persische Küche, auch wie indische Küche zum Beispiel, nicht so mein Fall ist, muss ich sagen. Und ich kann nicht sagen, woran das liegt. Ob das an der Würzung liegt, ich weiß es nicht, aber es ist nicht so mein Fall. Natürlich ist das Geschmackssache. Es war auch das erste Mal persische Küche. Vielleicht muss man sich ja daran gewöhnen. Von der Qualität her, von dem Fleisch, alles top gewesen. Hat geschmeckt. Aber ob ich nochmal persische Küche testen würde, ist eine andere Geschichte. Personal auch super freundlich gewesen. Die Mutti, mit der habe ich auch nochmal ein bisschen gequatscht. Was ich auch interessant finde, die haben
ganz vorne eine Eisdiele. Also du kannst auch Eis bestellen. Hatten wir auch zum Nachtisch, war wirklich perfekt. Hat gepasst. Und wenn du draußen entlang gehst, dann denkt man erst, das ist eine Eisdiele. Aber quasi um die Theke herum ist dann auch das Restaurant. Und die Tische, die ihr da gesehen habt, ich habe euch das ja im Video gezeigt. Alles super so orientalisch mit dem modernen Mix eingerichtet, finde ich. Sieht sehr schick aus, kann man mal essen gehen. Aber umso cooler finde ich, wenn Leute solche Videos drehen, wie ich jetzt zum Beispiel, und ihr dann die Möglichkeit habt, das zu schauen und einen Eindruck davon zu bekommen und dann euch das auch mal testet, finde ich immer sehr nice. Deswegen mache ich das auch, um so ein bisschen meine Erfahrung zu teilen, um eventuell Leute neugierig zu machen. Boah, vielleicht sagt ihr jetzt ja, wenn ihr das Video seht, hey, das sieht voll interessant aus, Schatz, lass mal da essen gehen. Finde ich alles top. Könnt mir gerne auch in die Kommentare schreiben, ob ihr da wart, ob ihr es mal getestet habt, wie ihr Persisch findet. Und gerne auch mal etwas Neues empfehlen, zum Beispiel russische Küche. War ich noch nie, will ich auch mal, hätte ich auch mal Bock. Aber ich habe keine Ahnung, was ich da testen soll, welchen Laden. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Also, jetzt komme ich mal zum Punkt. Safran, das Restaurant, empfehle ich auf jeden Fall. Nur weil es heißt, dass es nicht so mein Geschmack ist, diese persische Küche, heißt es noch lange nicht, dass es euch auch nicht gefällt. Aber von der Qualität her, von dem Ambiente her, von der Freundlichkeit jetzt, von dem Servicepersonal her, fand ich alles top, hat mir gefallen. Deswegen empfehle ich auch den Laden Safran in Osnabrück. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Gerne liken noch, nicht vergessen, Leute. Kostenlos abonnieren für den weiteren Push. Wir haben es jetzt zur YouTube-Partnerschaft geschafft. Dicker Kuss geht auf jeden Fall raus. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein.